Die Form folgt der Energie. Das ist der Grundsatz der Faser AG. Das Unternehmen konzipiert und errichtet Gebäude, die eine Symbiose zwischen Architektur und Solarthermie eingehen. Das Besondere dabei, das Architekturkonzept kann auch bei Mehrfamilienhäusern angewendet werden. Diese Innovation ist deshalb so wichtig, weil wir zeigen können, dass Gebäude mehrheitlich mit Sonnenenergie versorgt werden können für Heizung und Warmwasser. Und wir sind überzeugt davon, dass dieses, was wir unter solarem Bauen verstehen, dass das zukünftig einen neuen Baustil kreieren wird, also den Baustil des solaren Bauens. Wie eine zweite Haut schmiegen sich die spezial gefertigten Module an ihr Domizil. Die bündigen Fenster sind unscheinbar zwischen den Kollektoren platziert. Die Herausforderung bei dieser Konzeption: ein hoher solarer Ertrag bei gleichzeitig guter Belichtung. Wichtig ist, dass wir die Gebäude so integrieren, dass sie architektonisch auch funktionieren. Also nicht einfach aufgeständert auf dem Dach, sondern eben in die Fassade integriert, in die Dächer integriert sozusagen. Damit auch trotzdem ausreichend Belichtung schafft für die Gebäude, also all diese Rahmenbedingungen einhält, dass man komfortables Wohnen hat und das Ganze dann eben auch so bekleidet, dass man über Zeiten des Schattens und des Winters sozusagen großen Ertrag hat. Ein Konzept, das aufgeht. Bis zu 90% solaren Deckungsgrad erreicht die Faser schon heute. Dabei fallen maximal 8% Mehrkosten beim Bau an. Aus einer Nische Zukunft bauen ist das große Ziel, was das Unternehmen kompetent und engagiert verfolgt.